bin ich tatsächlich von der Zeit überrascht worden, muss ich sagen. Jetzt bin ich tatsächlich von der Zeit überrascht worden. Ich bin gleich bei euch. Ich muss mich kurz einrichten. Mich hat die Zeit überrascht und ich habe sie auch fast übersehen, weil... So. Guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Ulig stillem Örtchen, wo wir endlich mal in Ruhe reden können. Ihr seht, ich bin auf einem völlig anderen stillen Örtchen. Ich bin auf einem Wanderörtchen sozusagen. Ich bin nicht zu Hause. Ich befinde mich auf einer Nordseeinsel. Und ich habe es geschafft. Und natürlich gab es jetzt noch viel Bohai mit den Kindern. Und du hast heute Stilles, Mama. Ich sage, ja, ich muss mich jetzt auch vorbereiten und so. Ihr seht, es ist mir nicht ganz so geglückt wie sonst, aber so ist das, oder? So ist es, 22:16 Uhr. Sehr schön, dass ihr da seid. Ja, ich musste an die Nordsee. Es ist irgendwie, wir haben natürlich einen Zwischenstopp gemacht in Köln, weil die Fahrt ist von München einfach extrem weit und dann haben wir auch noch 3 Stunden im Stau gesteckt und die ganze Zeit ist das Wetter schlecht, ja. Aber genau gestern war es von Bayern nach oben irgendwie, ich glaube, 28 Grad und gefühlte 35 im Auto. Und es hat so auf die Scheibe gebrackt und ich habe geschwitzt wie sonst was. Und dann habe ich auch noch festgestellt heute Nacht, dass ich nur das eine T-Shirt dabei hatte und irgendwie völlig, ich hatte so einen Koffer, kennt ihr das? Man packt so einen Koffer, alle anderen Koffer bleiben im Auto, aber man packt einen Koffer, den man mit hochnimmt. Und da war nur eine frische Unterbuchs drin und ein paar Socken und sonst nichts, aber wenigstens das. Wir fangen mal an. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulis Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulich. Ja, herzlich willkommen auf Ulig stillem Örtchen, wo wir endlich mal in Ruhe reden können. Es ist Sonntag, es ist 22:15 Uhr und das ist unsere Zeit. Es ist schon 22:17 Uhr. Jetzt fragt da eine Frau ganz keck, wieso nicht campen, ihr Lieben? Campen gehe ich natürlich nur mit der Frau Tietjen. Ich bin ja eigentlich aus dem Alter von Camping raus. Ne? Ich bin ja, obwohl, heute hat mir eine Freundin erzählt, dass die so ein Campingzelt verkauft. Und zwar ist das aus den 70er Jahren. Das ist so ein Anhänger und den klappt man so auf und es wird so ein Hauszelt und du schläfst sozusagen nicht auf dem Boden. Herr Karl, wenn Sie jetzt da draußen zuschauen, dann habe ich mich gefragt, ob das nicht was für uns wäre. Ob wir uns so ein Campingzelt kaufen sollen. Gut, wir brauchen noch wo der Kakal ist, wollt ihr wissen. Na, einer muss ja irgendwie Geld verdienen, der ist arbeiten. Der kann leider nicht mit, obwohl, ich glaube, er war auch gar nicht so unglücklich, weil er meint ja immer, also, das muss man mal grundsätzlich sagen, die Österreicher, ne, das ist ja auch so. Die fahren natürlich, also wenn die ans Meer fahren, fahren die natürlich nicht an die Nordsee, sondern die fahren natürlich nach Italien, das ist, oder nach Kroatien oder was, das ist ja viel näher. Also du bräuchtest ja von Oberösterreich, bräuchtest du ja in die Nordsee über 1000 Kilometer. Und es ist denen total fremd, wie man sozusagen in eine kalte Region fahren kann, um ans Meer zu fahren. Die haben einfach, also ich glaube, dass der Österreicher an sich nicht diese Liebe verspürt zu der Nordsee. Ich bin ja Nordrhein-Westfale, Fehle, wie sagt man, Nordrhein-Westfale oder Fehle, sag doch mal was. Ich liebe die Nordsee. Ich finde, es gibt keine schönere See als die Nordsee. Man könnte sie jetzt streiten, ne? Manche sagen, die Ostsee ist schöner. Ich finde aber die Nordsee schöner, weil ich das Wattenmeer liebe und weil ich die Gezeiten so liebe und weil ich das ganz toll finde. Und somit habe ich mich durchgesetzt und probiere einmal im Jahr doch an die Nordsee zu fahren. Und jetzt bin ich sozusagen gefahren. Bin aber natürlich nicht allein mit den Kindern, ne? Es ist noch eine Freundin dabei und die Sarah ist dabei und wir stemmen das jetzt hier irgendwie, haben natürlich irgendwie, es hat natürlich angefangen zu regnen und ich habe alles besorgt, aber dann war die Regenklamotte noch im Koffer und wie es so ist. Aber, und dann gibt es ja noch was zu erzählen, also der Herr Karl dreht und der dreht in Österreich. Ich möchte mich vorab, auch wenn das manche aufregt und ärgert, es ist mir tatsächlich wurscht, weil ohne die wäre das nicht möglich. Ich möchte mich jetzt von meinen Unterstützern bedanken und Gretel Cosmetics, Dermalogica, Hautpflege und Hakle Hygieneprodukte bedanken. Ganz, ganz toll, dass ihr an mich glaubt, dass ihr mich unterstützt. Und ich danke euch sehr dafür. Und ich hoffe, das ist für euch okay, wenn ich das zumindest nennen darf. Weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich das nicht sagen kann, weil irgendwie, die unterstützen mich halt. Und ansonsten bin ich den ersten Tag an der See. Es ist noch nichts richtig ausgepackt. Es herrscht das totale Chaos. Es ist mir wurscht. Ja?
es ist mir wurscht, hauptsache das Internet geht. Das habe ich vorhin erstmal gecheckt. Ich hatte erst gedacht, das wackelt. Aber dann habe ich gedacht, egal. Es wird schon und sonst gehe ich halt in das LTE-Netz, wenn es das dann gibt. So. Ja, heute kommt die Susan Sirandopoulos zu mir und wir kennen. Da war plötzlich schon eine Anfrage. Ich wusste nicht, ob ich da drauf drücken soll. Oder wie siehst du denn aus? Ich habe mich für dich schick gemacht. Sehr schön, mein Nacht, sehr schön. Ich wollte gerade eine Geschichte erzählen. Wir haben ja neulich, wie wir im Vorgespräch waren, haben wir mal ganz kurz, also ihr Lieben, ganz kurz zurück, das Ganze zurückdrehen. So, herzlich willkommen, Susan Sirandopoulos. Ich freue mich sehr. Ich möchte sagen, wir kennen uns eigentlich die letzten Jahre kaum, kennen uns aber seit genau 20 Jahren, würde ich sagen. Natürlich. Und zwar war der Dreh genau jetzt, weil ich weiß noch, dass der Dreh vorbei war am 11. September 2001. Da fuhr ich zurück. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr gedreht. Und es ist so, die Susan hat mir, bevor ich dir Fragen stelle, muss ich dir das zeigen. Entschuldigung bitte, du hast es mir vorhin geschickt. Ich bin in love. Wartet mal. Ja. Oh, warte. Warte, ich fange an. Moment. Hau rein. Schaut mal. Der erste Fernsehauftritt. Sensationell. Ich finde, wir haben uns überhaupt nicht verändert. Ich bin immer noch genauso fittig wie damals. Oder wieder. Wahrscheinlich wieder. Mein Gott, das war 2001 und das war deine erste Fernsehrolle. Es war meine erste Fernsehrolle und ich war so aufgeregt. Und krass, ich höre jetzt noch mein Herz klopfen vor diesem Auftritt. Du warst super. Ich fand dich, du warst entzückend. Du warst so, du kamst und es war ja auch letztlich, war das ja auch mein erster großer Film. Weißt du, ich hatte ja vorher, ich habe so einen Teenie-Horrorfilm gedreht, das war letztlich mein, der Film heißt übrigens Problemzone Mann, der hieß ursprünglich Fit mit Wick. Stimmt. Das haben sie geändert. Und du hattest ein Verhältnis. Oder? Ja, mit deinem Vater. Ja. Was er heute macht, weiß ich auch nicht mehr. Also, und ich habe jetzt, und wir haben uns damals sehr gut verstanden, dann haben wir uns Jahre aus den Augen verloren und dann haben wir ein Vorgespräch geführt für die Zeitschrift Mainz und es gibt sehr viele Fragen an dich, worüber wir heute nicht reden werden. Das haben wir schon gesagt zu GZSZ. Ich möchte das kurz betonen, sie ist gestorben und das ist so. Und man kann nicht wieder auferstehen als Geist. Ne? Nein. Das möchte man auch vielleicht auch nicht als Geister wandern. Nee. Aber wie lange hast du das gemacht? Bitte? Wie lange hast du das gemacht? 10 Jahre. Und dann habe ich aber eine schöne Frage an dich hier. Pass auf. Da habe ich gestutzt, das wusste ich gar nicht. Du bist so ein Kelly-Family-Fan gewesen? Oh ja. Das scheint mir... Und was ist mit Michael Patrick Kelly?
Das war meine erste große Liebe. Also aber du hast die doch zu Hause, die große Liebe, seit du 16 bist. Ja, aber er ist quasi als Jakob meine große Liebe. Genau, die ich seit ich 16 bin, habe, seit 15 bin, habe. Ist damals in mein Kinderzimmer gekommen und es war kein bisschen Wand zu sehen. Ne? Es war überall Paddy Kelly und er hat gesagt, er oder ich. Und ja, ich habe mich für Jakob entschieden. Hast du es abgehängt dann? Ja, so langsam, nicht sofort. Er musste noch ein bisschen mit Paddy mein Kinderzimmer teilen. Mit Paddy? Wie süß! Ja. Ich weiß noch, dieses Lied damals, ist es nicht damit, sind die doch bekannt geworden. Sometimes I wish I were an angel. Interessant ist übrigens, dass Männer mit langen Haaren, ja, ich finde, das geht bei der Kelly Family, ja, und ich finde, das geht auch in Herr der Ringe. Und dann hört's auf. Und dann hört's auf. Ja, ich bin bei dir. Ich weiß auch nicht, ich mochte auch nie Männer mit langen Haaren, aber Paddy Kelly, ich war so schockverliebt und das war noch lange vor in Angel. Ne? Ich war schon auf 32 Konzerten, ich bin denen hinterhergereist, auf Straßenkonzerten, wie eine Irre. Ja. Wirklich? Ja. Große Liebe. Hat er denn jemals dir ein Autogramm gegeben? Natürlich. Autogramm, Foto habe ich mit denen gemacht. Ich habe vor den Hallen geschlafen. Ich habe mich in die Hotels eingebucht. Also ich war der richtig krasseste Fan ever. Also was heißt ever? Nein, wir waren alle ganz krasse Fans. Und dann habe ich ihn Jahre später wieder getroffen. Ich habe ganz viele Musikformate damals moderiert. So, ne? The Dome, Rauf Super Show. Und ich weiß noch, mit 25 oder so habe ich das erste Mal The Dome moderiert. Und dann war mein erster Gast Patrick Kelly, als Solokünstler. Und ich so, oh, aber so 10 Jahre nach meiner Fanzeit, ne? Und dann habe ich ihm das alles erzählt und er konnte es gar nicht fassen, ne? Das war so witzig. Habe ich ihm gesagt, ich wollte dich früher mal heiraten. Und dann sagt er dann noch so, warum willst du mich denn jetzt nicht mehr heiraten? Ich sage, ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät, jetzt nicht mal früher. Ich war ja so ein Wahnsinn, das habe ich schon mal erzählt, ich war ja so ein wahnsinniger Michael Jackson-Fan. Ja. Oh. Wir sind, warte mal, Jahrgang, du bist jünger als ich. Ich bin du bist 80er, genau. Das heißt, ich bin 75er. Das heißt, wie du Kelly Family Fan, wie alt warst du? Das war von meinem 13. bis 16. Lebensjahr. 93 bis 96. 93 bis 96. Und waren die denn da noch so en vogue? Ja, total. Ja? Ja. Die haben abgelöst meine Take That Fanzeit. Und davor war New Kids on the Block. Da war ich auf dem Konzert. Da war ich tatsächlich mit Marky Mark in der Vorband. Ja, ich auch. Wow. Geil. Dann habe ich hier, war Jakob je eifersüchtig auf Kollegen oder Weggefährten von dir? Es passt ja jetzt dazu. Nee, ich glaube, es gab einfach diesen Raum nicht bei uns. Weißt du, der ist so früh mit mir zusammengekommen und wir hatten 6 Jahre eine Fernbeziehung und mussten quasi direkt lernen, ganz viel Vertrauen zu haben miteinander, füreinander. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen, die Musical-Ausbildung und dann kamen schon die ersten Sachen und dann ist er da so mit reingewachsen. Hast du die in Hamburg gemacht? Ja. Auf der Stage School. Gut. Du, Liebe, darüber möchte ich sprechen. Du hast es mir vorab geschickt, das kann ich übrigens sehr empfehlen. Man kann es leider nicht lesen. Sag mal, wie es heißt. Rosarotes Glück. Setz doch mal die rosarote Brille auf. Deswegen hatte ich sie. Deshalb habe ich auch das Lied von der Isabel Varell da reingemacht. Das hast du gut gemacht. Das ist ja so ein schönes Lied. Oder? Das passt auch. Und ich habe reingelesen, ich habe tatsächlich so ein Theater jetzt gehabt die letzte Zeit. Ja? Ich war relativ viel alleine und kam zu nichts. Aber wie ich dann angefangen habe reinzulesen, bin ich so richtig reingetaucht. Ja? Und es hat mich total erinnert, weil ich habe ja sozusagen, das ist ja ganz interessant, ich habe ja sozusagen, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, Mein Gewicht, und das hat mich auch daran erinnert, an diese Glamour-Welt, wo man sagt, ne, auf eine Art, wo man sagt, Schluss, und diese ersten Geschichten, die du da erzählst und diese Hoffnung und dieses, warum plötzlich das Glück dir auch so abhanden gekommen ist, ja, das hat mich sehr erinnert und das finde ich, ich möchte euch dieses Buch sehr empfehlen, das ist wirklich ganz toll und es ist sehr berührend und es zeigt auch ein bisschen was von unserer Branche und wie wir abhängig sind tatsächlich auch
von Entscheidern und Entscheiderinnen. Und das in einer Form, wo man machen kann, was man kann, überhaupt nichts machen. Nee. Also wir können natürlich irgendwie versuchen, präsent zu sein. Oder, aber ob das jetzt alles so viel bringt, es ist so viel, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann, dass auch wirklich alle am Tisch sagen, ja. Ja, ne? Aber ich hatte auch genau das Gleiche. Ich habe die Familiendetektivin gemacht. Ja, dann bist du da, dann 40 Interviews und in jede Talkshow und dann läuft das und dann lief es nicht den Erwartungen entsprechend und dann kommt nochmal Fußball dazwischen und dann kommt nochmal ein Brennpunkt dazwischen und dann wird es später gemacht und dann sagen sie einfach, Schluss, das wird nicht weitergemacht und danach ist man tot. Ja. Man ist tot. Ich war 2 Jahre, habe ich nicht fürs ZDF gedreht. Ja? Sie nehmen dich erst in der Serie, saugen dich aus und dann lassen sie dich fallen. Sie geben dir, anstatt zu sagen, okay, wir haben mit deiner Hauptrolle gemacht, das hat vielleicht nicht gut funktioniert, aber wir geben ihr jetzt, lassen sie zumindest 2 Sachen drehen, dass sie ihre Miete bezahlen kann. Ja. Nein, du bist tot. Ja. Tot. Du sagst es. Oder? Ja. Und das sehen natürlich viele Menschen da draußen nicht, ne? Dass das so extrem ist und dass wir da, ja, es sieht immer so viel nach, es ist auch alles Spaß und ich glaube, wir beide spiegeln das ganz gut. Wir lieben unseren Job, keine Frage. Und deswegen machen wir das ja auch 100 Jahre schon. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wirklich ein Job, ne? Weil ich kenne das, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Wenn dann so Freunde oder Bekannte dann sagen, ach ja, ist schon schade, aber da kommt halt was Neues. Aber es ist so, ja, aber ich lebe auch davon. Es ist jetzt nicht nur, weil es so viel Spaß macht, ja auch natürlich, aber es ist halt auch ein Beruf, ne? Ja, das was man auch oft vergisst, das ist für euch, ihr Lieben, da draußen sozusagen ganz interessant, weil in dem Moment, wo du sagst, ach guck mal, die kenne ich, also ich werde zum Beispiel ganz oft an der Stimme erkannt, ja, ab dem Moment heißt ja nicht, dass ich so viel gedrehe gerade aktuell, sondern es sind auch ganz viele Wiederholungen. Und ab dem Moment, wo dir das Gesicht im Kopf bleibt oder die Stimme, dann siehst du denjenigen natürlich in ganz vielen Sachen. Aber das sind ja alles alte Kamellen. Ja? Also ich habe Kollegen, die haben 2 Jahre praktisch 2 Drehtage gehabt. Ja? Und alle sagen immer, du hast so viel zu tun. Ich habe dich neulich erst wieder im Fernsehen gesehen. Und ich denke so, stimmt nicht. Und jetzt seit Instagram natürlich noch viel extremer. Weil dann sieht natürlich alles 10-mal so krass aus. Ne? Man ist überall und an 5 Orten gleichzeitig oder so sieht es nach außen aus. Dabei ist natürlich auch Quatsch. Nein, und wenn die Entscheider, und das dürft ihr auch nicht vergessen, wenn die Entscheider, ob Mann oder Frau, meistens sind es natürlich noch die Männer, ne? Sozusagen, das ist so, auch mal wechseln, weil einer geht und der dich vorher gemocht hat oder die gemocht hat, ja, und es kommen neue, dann bist du plötzlich auch vom Fenster weg. Weil man will ja nicht sozusagen, es ist ja auch beim Theaterintendantin so, die kommt an neues Theater und wirft erstmal die Hälfte, wird gekündigt. So, dann bist du einfach auch weg. Ja, das ist schon schwierig. Ja, definitiv. Oder? Also definitiv. Das ist, und hast du dich denn davon, wie hast du dich davon erholt? Hat dir das Buchschreiben da was, wie, wann war Mila, hieß es, ne? Genau. Also Mila ist tatsächlich jetzt schon 5 Jahre her, schon oder 6 sogar schon, ja, man kann die Zeit rennt, ne? Und ich hatte jetzt nicht auf meiner Bucketlist ein Buch zu schreiben, das war überhaupt nicht da drauf, das kam ganz ungeplant eigentlich zu mir, wie das Leben halt so spielt, sondern ja, Mila ist so lange her gewesen, danach ging es im Prinzip direkt weiter, es kamen andere Anfragen, ich habe auch andere Sachen gemacht, aber es hat in mir wirklich mein Herz gebrochen. Und ich war wirklich, also es war so ein schleichender Prozess. Es ging immer rauf und runter, aber in mir ging es echt nur bergab. Bis ich irgendwie so nach 4 Jahren gemerkt habe, mir geht es so schlecht. Und ich habe auch gemerkt, wie viel Wut und Hass ich auf diese Branche aufgebaut habe innerhalb der Jahre. Ich habe das Vertrauen verloren an die Branche. Ich bin eigentlich mit der rosa-roten Brille auf die Welt gekommen. Ja, das steht auch in meinem Buch drin. Das ist meine Grundlebenseinstellung. Aber das wurde irgendwie so zerbrochen, dass ich dann an irgendeinem Punkt einfach schauen musste, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt? Möchte so nicht weitermachen und habe angefangen, mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen.
für alle, die das kein Begriff ist da draußen, das ist... auch mir mal sagen, was das genau ist. Ja, was ist denn das eigentlich genau? Manche Leute denken, ach so, du machst jetzt Yoga und meditierst und trinkst 3 Liter Wasser. Nein, ja, es ist natürlich irgendwie... eigentlich ist persönliche Weiterentwicklung nichts anderes, als sich die richtigen Fragen zu einem gewissen Punkt in deinem Leben mal zu stellen. Ja? Also, was will ich wirklich? Möchte ich einfach nur mitrennen, weißt du? Oder möchte ich eigentlich mal kurz anhalten? Und Achtsamkeit spielt da eine große Rolle, wirklich auf sein Herz mal wieder zu hören. Nicht immer nur auf seinen Kopf und diese 1000 Stimmen und Menschen, die dir irgendwas sagen, nee, du hättest das nicht machen sollen und mach doch mal dies und das. Und man ist so, unsere Branche ist schon sehr im Außen. Und um da einfach mal, ja, sich auch ein Stück weit zu schützen, ist es ganz gut, mal nach innen zu gucken. Das ist es eigentlich. Und ja, und dann kam ein Schritt zum anderen und ich war in verschiedenen Podcasts zu Gast, weil ich mich eben mit diesen Themen beschäftigt habe, habe ganz viele tolle Menschen auf der Reise kennengelernt und ja, habe dann das Buch geschrieben. Und daraus ist das entstanden sozusagen? Ja, genau, das Buch ist die Geschichte, im Prinzip mein Weg in die persönliche Weiterentwicklung. Und viele Menschen aus der Branche sagen immer so, so schön, dass du da bist, du bist wie so eine Dolmetscherin für uns. Du erklärst es in sehr leichten Worten, was wir hier eigentlich machen und dass jeder Mensch da so auch ein Stück weit, ja, also wenn es ja recht mies geht, es gibt immer einen Weg daraus, weil die Kernessenz des ganzen Buches ist, wir können nicht entscheiden, was uns passiert im Leben, aber wir können immer entscheiden, wie wir damit umgehen. Das ist der höchste Grad an Freiheit und den haben wir alle. Wir können alle immer sagen, okay, ist scheiße, aber wohin richte ich meinen Fokus? Setze ich die rosa-rote Brille auf? Und gucke auf die Sachen, die möglich sind? Oder bleibe ich im Widerstand und komme keinen Millimeter voran? Du, man kann aber ja auch entscheiden, wenn man die rosa-rote Brille aufsetzt. Ne? Sozusagen, ja, dann ist es ja auch manchmal zu rosa. Dann kann man ja auch sagen, okay, ich setze sie jetzt bewusst ab, weil mir ist es zu happy. Ja? Dann ist es ja auch okay. Ja? Oh, genau. Die rosa-rote Brille, das ist ja das Spannende. Ne? Wird ja in unserer Gesellschaft oft ein bisschen so als was Negatives gesehen. Ja? So ein bisschen lächerlich drüber gemacht. Genau. Und ich möchte gerne dieses Image ein bisschen verteidigen, weil für mich ist es ganz was Bodenständiges. Und es ist etwas sehr Gesundes, meiner Meinung nach. Weil wir sind eh, weißt du, in einer Welt, wo auch jetzt gerade wieder, ne, also es prasselt auf uns ein, so viel Zeug, auf das wir keinen Einfluss nehmen können. Und trotzdem haben wir aber immer die Wahl, den Fokus auf die Möglichkeiten zu richten. Ne? Und nicht immer, oh Gott, das geht nicht und das geht nicht und hier wird es noch schlimmer. Und es ist trotzdem immer ja, noch Möglichkeiten da. Und sag mal, und hast du denn jetzt, also unterrichtest du das auch, coachst du auch? Nee, das noch nicht, oder? Das noch nicht. Tatsächlich mache ich eine Coaching-Ausbildung, allerdings gar nicht... Ja, ich bin auch schon fertig nächsten Monat. Was? Ich habe das jetzt ein Jahr gemacht. Ja, ganz toll, aber gar nicht, um jetzt ein großartiges zweites Standbein aufzubauen, sondern ehrlich gesagt war das für mich so die logische, ja, der logische nächste Schritt, weil ich wollte mich einfach mehr noch mit diesen Themen befassen und ich finde es wahnsinnig hilfreich, weil du befasst dich ja die Hälfte der Zeit eigentlich nur mit dir. Weil du musst erstmal deine ganzen Themen mal klar kriegen, bevor du natürlich auf andere zugehen kannst. Ja, 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 ja. Würde dich ja alles auch triggern, was draußen passiert. Und ich finde es toll, weil du über dich viel lernst, aber auch über alle Menschen und dass auch diese Verbindung und dass jede Begegnung so wertvoll ist und du siehst Menschen noch mal viel klarer und dass jeder Mensch so eine Geschichte mit sich trägt. Und ich bin hab nicht wirklich Vorurteile oder so, gehe immer sehr unvoreingenommen in Situationen, aber es hilft dir trotzdem noch mehr, ganz pur auf Menschen zuzugehen. Weißt du, dass man gar nichts mehr so persönlich nimmt, weil jeder hat so sein Päckchen, ne? Mit dem man so... Also ich sag dir was, ich lerne ja durch das stille Örtchen dazu. Seit Frau Niehaus wundere ich mich nur noch über Sachen und ärgere mich nicht mehr. Sehr gut. Bei dir kommt auch dieser Blick, den ich auch... Weißt du, was ja auch, du bist ja eine wahnsinnig schöne Frau und du bist lebensbejahend und alles, aber auch dieser Blick... Das finde ich ganz wie den Blick auf die Branche und was das alles heißt. Ja? Also, und ich zum Beispiel muss sagen, das klingt ganz komisch, dass das Instagram ja, mich zum Leben erweckt hat. Mhm. Also, weil diese ganzen,
Entscheider, die gesagt haben, nee, die will ja keiner sehen und ja, die muss man abnehmen oder die muss man dies oder wo man sagt, ja, nee, weißt du? Sondern das stimmt ja nicht. Ja, also immer so vorgefasste Bilder im Kopf. Und jetzt kann man einfach sein und ihr draußen entscheidet, ob ihr es mögt oder nicht. Und dann sagt ihr mal was und ihr sagt auch mal negative Sachen, über die man sich dann auch ärgern kann. Aber es ist in einem anderen Austausch miteinander und eigentlich immer, wie ich finde, in einem guten. Mhm. Weißt du? Mhm. Es geht nicht nur, weißt du, das ist, also, es ist übrigens ein Lob an euch da draußen, dass es wirklich ganz viele von euch das wirklich gut meinen und wenn konstruktive Kritik meinen und nicht einfach irgendwie draufhauen. Nee. Hauen sie bei dir manchmal drauf? Ich habe auch eine echt tolle Community und ich glaube, das ist wirklich auch, wie du rausstrahlst, du kommst zurück. Ich habe auch das Gefühl, bei dir, immer wenn ich zugucke in deinem stillen Örtchen, es ist super sweet und auch so dabei, ja. Also man spürt einfach so, es ist nicht so nur zugucken bei dir, sondern ja, irgendwie ist richtig so erleben, ja. Und das finde ich total schön. Und da hast du absolut recht. Und ich glaube, dass Instagram kann auf jeden Fall eine ganz große Chance sein, so wie du es nutzt. Ja, ja, aber es ist eben auch, ne, ist auch eine schwierige Plattform, aber es kann eben auch eine Chance sein. Absolut. Absolut. Ja, das finde ich schon. Liebe, wir müssen das Foto machen. Ja. Wir müssen das Foto machen. Und ich glaube, du müsstest die Haare, warte mal, ich komme mal nach vorne. Ihr Lieben, Foto, 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 Foto. Warte, ich glaube, du müsstest die Haare zusammen. Guck mal, zusammen. Okay, warte. Wieso habe ich eigentlich immer so ein rotes Gesicht? Das ist doch auch eine Frage, die man sich stellt. Ich saß jetzt hier 10 Stunden und bin schon dreimal umgezogen wegen dir, ja? Weil ich dachte, wirklich? Okay, ja. Ich dachte, okay, ich muss auch stilles Örtchen machen. Ja. In einem anderen Badezimmer ist düster. Hier ist auch düster. Ich habe gar nicht verstanden, wie ich das machen soll, aber ist egal. Alles gut. Aber was hast du da hinten, so eine hübsche Tapete? Ja, gucke mal. Schau! Oh. Gästebad. Ich bin jetzt hier, also was heißt Gästebad? Unser zweites, also nicht das untere, also wir haben zwei Etagen quasi und das. Und wir sind jetzt beim Wohnzimmer. Zwei Bäder. Hm, nee, also, guck mal, warte. Nee, ich muss näher ran. Aber nicht, warte, bleib mal. Du musst die Nasenspitze, musst du zeigen. Ach so, Warte. Guck mal. Warte. Wir sind ja ein lustiges Gesicht. Schau! Es erinnert mich, weißt du, wie es mich erinnert, ein bisschen an Pocahontas. Machen jetzt andere ein Bild oder du? Andere, nicht wir. Wir machen keins. Ach so. Ich dachte, du sagst jetzt, es erinnert dich an deine Tante oder so. Aus Griechenland. Nein! Wir sind wie Pocahontas. An meine Tante. Also ich finde, ich weiß nicht, es klingt jetzt bescheuert, aber ich finde, wir haben ein bisschen Ähnlichkeit. Finde ich auch. Das ist der griechische Einschlag. Ja, ich finde, wir haben ganz ähnliche Augen. Nee, eigentlich haben wir auch... Alles ein bisschen ähnlich. Sind wir vielleicht verwandt? Ihr Lieben, vielleicht sind wir verwandt. Bist du voll Grieche? Nein. Nein, halbe. Nur Papa. Ich auch. Und der Papa auch, ne? Ja, nur der Papa, genau. Bei mir auch. Siehst du? Und du bist auch eigentlich nicht blond, gib's zu. Nein. Also dunkelblond. Bin ich auch. Sind wir alle. Nee, aber mein Papa ist wirklich nicht so dunkel. Mein Papa ist ein relativ heller Grieche. Ja, meiner auch. Nordgrieche. Ja. Die sind heller. Genau. Und ich möchte sagen, ich war als Kind auch blond, auch wenn es mir keiner glaubt. Doch, das glaube ich dir. Man dunkelt halt so ein bisschen und du hast blaue Augen. Ich habe blaue Augen. Tatsächlich waren meine beiden Eltern hatten braune Augen, aber meine Oma, von meiner Mama, die Mama, die ist Deutsche gewesen. Und die hatte blaue Augen. Ich möchte auch blaue Augen haben. Guck mal. Oh! Schön. Und jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es auch ans Eingemacht. Ist das schön. Meine Liebe, entweder ich stelle dir 6 Fragen aus 77 eine intime Frage oder 7 aus 77. Wie möchtest du?
Was sagt ihr denn da draußen? Soll sie eine intime Frage gestellt kriegen? Das ist auch kein Deutsch, was ich gerade gesagt habe. Soll sie eine intime Frage gestellt kriegen? Soll ich ihr auch eine intime Frage stellen? Bitte antworte darauf. Und bitte nicht fragen, ob ich meine Haare nicht gewaschen habe. Nein, ich habe sie nicht gewaschen. Ich sehe auch, dass man das sieht, aber wir waren heute im Schwimmbad. Du, ich fand übrigens, das Rosa stand dir so toll. Das Rosa war so schön, ja, fand ich auch. Warum machst du das nicht wieder? Jetzt habe ich eine Rolle für Blond. Immer diese Arbeitgeber, ne? Aber vielleicht danach wieder. Aber ich spielst du große Rolle, spielst du kleine Rolle? Ich darf nicht darüber reden. Sonst Natürlich nicht. Wir dürfen nie darüber reden. Aber in diesem Fall darf ich wirklich nie darüber reden. Im Buch habe ich einen kleinen Insider. Aber trotzdem, man darf trotzdem nie darüber reden. Ich darf auch nie darüber reden. So, hier, die Leute sagen natürlich die intime Frage. Ja, absolut. Okay, wir machen die natürlich. Deine erste Nummer ist? Bitte? Nein, du musst eine Nummer... Die Acht lacht. Was ist das denn? Pass auf. Hast du schon mal aus Wut etwas kaputt gemacht? Hab ich schon mal aus Wut was kaputt gemacht? Also jetzt sag nicht nee, hör mal. Susan. Ich muss überlegen. Die Nerven von meinem Mann, die mache ich so täglich kaputt. Aber die machst du täglich kaputt. Das ist doch schön. Das ist eine schöne Antwort, das verstehe ich. Das würde meiner wahrscheinlich auch sagen, nicht wahr? Die nächste Frage, bitte. Von 1 bis, was war das nochmal? Bis 77. Oh mein Gott. Dann nehme ich die 33. Weißt du, was lustig ist? Es ist nicht lustig, aber ganz, fällt euch das eigentlich auch auf, dass ganz viele immer die gleiche Nummer nehmen? Ich glaube, wir sollten uns die Nummern aufschreiben und sollten dann zusammen uns treffen, verabreden im Spielcasino und auf diese Nummern setzen. 33, was ist das Verrückteste, das du jemals getan hast? Oh Gott. Oh, ich habe so viele verrückte Dinge getan. Okay, also. Also abgesehen, das habe ich ja schon gesagt, meine ganze verrückte Fanzeit, die war schon crazy. So bei Minusgraden vor Heilschlafen und so eine Scherze. Verrückt war aber auch, dass ich zum Beispiel, ist auch in meinem Buch drin, die Geschichte ist ganz süß, dass Jakob, der ist damals mit 16, wollte er eigentlich auswandern nach Israel, nach der Schule. Und ich habe meine Eltern quasi als kleines 15-jähriges Mädchen 2 Wochen in den Ohren gelegen, dass ich kann ihn jetzt nicht gehen lassen und er wird nie wiederkommen. Und dann habe ich gesagt, ich muss hinterherfliegen und ich muss ihn zurückholen. Und das haben die erlaubt. Und ich bin dann wirklich als Teenager dahin geflogen zu ihm, zu seiner Oma und habe ihn zurückgeholt. Du bist mit 15 wohin geflogen? Nach Israel. Um deine Sommerliebe zurückzuholen. Um meine Sommerliebe zu holen. Wisst ihr, ich müsste wissen, Kitsch ist mein Leben, ja? Ich habe gedacht, ich muss den holen und der gehört zu mir. Also du zeigst ja alles, was sozusagen meine Prinzipien sind, weil ich habe mal am Flughafen Tegel gestanden. Und hinter mir, ich glaube, auch ein 15-jähriges Paar. Ich sage dir, sie war aufgelöst. Ja? Geküsst, die haben sich geküsst. Die haben ihn kaum gehen lassen durch diese Flugzeugkontrolle und so. Und ich habe immer gedacht, ach Gott, es geht doch eh in die Brüche. Und wenn du jetzt da stehst, dann stimmt es halt nicht. Weißt du, ich habe so dann
Sei doch nicht, ist doch nicht so schlimm. Der erste Liebeskummer lohnt sich doch gar nicht. Du hast ihn wirklich zurückgeholt. Ich habe ihn wirklich zurückgeholt. Es war wirklich verrückt, aber es hat sich gelohnt. Hast du eigentlich ein Foto von euch mit 15, 16? Ja, tatsächlich hier im Buch. Ich bin ja vorbereitet, aber ich wusste jetzt nicht. Was? Ich tatsächlich nicht, weil ich es noch nicht ganz gelesen habe? Nee, ich war, macht ja nichts. Wo ist denn da ein Bu-Bild drin? Beim Kapitel Liebe. Warte. Das mit dem Schwanger? Nee. Ach, Moment. Hattest du einen hübschen Bauch, so dann? Warte, wo ist es denn jetzt? Hier. Oh mein Gott, welche Seite ist das? 47. Und was du für ein Honigkuchenpferd warst. Putzig, ne? Die zwei niedlichen Mäuse hier. Das sind ja Kinder, ne? Sind Kinder, ja. Wenn ich heute so die Alter Kinder sehe, kann ich es auch nicht fassen. Ich meine, das ist ja ein Kind, Susanne. Da bist du ja ein Baby. Ein Baby, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Mein Baby gehört zu mir. Habe ich mir zurückgeholt. Aber da warst du überzeugt, dass das der Mann deiner Träume ist? Ja, ja. Definitiv. War auch 15, mein Mann 18. Bella Rosa. Sehr schön. Ach, nächste Frage. Ich bin verwirrt. Wo waren wir stehen geblieben? Also, ach so, 33 habe ich gesagt. Die nächste Zahl ist die 21. Weil ich bin ja Forever 21. Hab ich mir Forever so 21, Sternrestaurant oder Pommes rot-weiß? Was? Sternrestaurant oder Pommes rot-weiß? Ah. Keins von beiden. Also Sternerestaurant ist mir immer zu wenig auf dem Teller und so Dinge, die ich nicht aussprechen kann und ich verstehe, was das ist. Dann meistens irgendwie Fisch und Meeresfrüchte und ich bin ja Vegetarier. Dann schon eher Pommes. Vegetarier, wie schrecklich. Ja. Also nicht wie schrecklich, aber dein Mann auch? Na. Ich gehe mit dem mal essen, Seit wann denn? Seit ich 18 bin. Das ist eine schwierige Prüfung. Ihr habt ja sowieso schon mehrere Prüfungen durchgestanden, möchte ich sagen. Ja. Ohne jetzt zu privat zu werden. Hm? Nee, das ist richtig. Habe ich auch im Buch gelesen. Das hat mir tatsächlich eine Träne. Es hat mich sehr schockiert, dass du ein Kind verloren hast. Das ist richtig. Ja, das. Aber zum Glück ja noch, ich sag mal, in den ersten Monaten, ne? Also. Ja, aber trotzdem, ne? Also sozusagen diese ersten 3 Monate, wer Kinder hat oder schwanger, der kennt das, ja? Und dann dieses, ich habe das toi, toi, toi nie erlebt und da ich nicht mehr schwanger werde und mich entschieden habe, nicht mehr schwanger zu werden, werde ich das auch Gott sei Dank. Man kann ja Entscheidungen treffen. Magst du etwa keine Kinder? Ich liebe Kinder. Ich habe 4 drüben sitzen und ich finde das reicht. Ich finde, ich habe meinen Soll erfüllt. Deswegen sage ich das, ja. Natürlich. Ich habe meinen Soll erfüllt. Aber du könntest, ja, also nee, Quatsch. 4 ist echt eine Meisterleistung. Halleluja. Aber da hast du noch 2 Mädchen, 2 Jungs, ey. Hammer. Ja, meine Freundin hat mal zu mir gesagt, also die Ulich backt sich das, wie es ihr gefällt. Und dann habe ich gesagt, nächste Frage, meine Liebe, nächste Frage. Ja, nächste Frage. Dann nehme ich die, Schau mal, ihr seid da draußen, ganz viele sind seit 15 zusammen und jetzt 55 Jahre glücklich verheiratet. Chapeau, Hut ab, ist ja der Wahnsinn. Voll schön. Ich habe seit einem Jahr Kontakt zu meiner Jugendliebe, obwohl ich verlobt bin. Meine Liebe, das solltest du vielleicht nicht so öffentlich schreiben. Ich wollte das nur sagen, wir sind hier nicht ganz unter uns. Es sind ein paar Leute dabei. Das ist vielleicht gefährlich. Welche Frage haben wir gemacht? Welche Frage? Ich nehme jetzt die 69. 69? Wofür gibst du ungern Geld aus? Also, ich bin ziemlich sparsam. Wirklich? Ja. Also, ich bin schon so jemand, also nicht so geizig und auch nicht, dass ich jetzt immer jeden Cent umdrehe, das nicht. Aber ich achte schon sehr darauf, immer schon. Ich gebe ungern Geld tatsächlich, also für mich nicht wirklich nötig. Ich bin überhaupt nicht
so eine Taschenfrau. Ich besitze vielleicht 3 Handtaschen und ich habe auch nicht so viele Schuhe für eine Frau. Und Klamotten habe ich ehrlich gesagt auch nicht so krass. Also, aber dafür gebe ich ganz viel Geld aus für Massagen und so, für Wellness. Da bin ich, da könnte ich so alles lassen. Susan, ich kenne dich jetzt außer in der Schwangerschaft seit 21 Jahren. Du hast auch immer deine Figur gehalten. Ich muss ja praktisch viel Geld für Klamotten ausgeben zwischendurch, weil die Figur verändert sich ja ständig. Die ist ja im stetigen Fluss, ne? Und dann passt dann eine Gewand nicht mehr. Also es ist ja gar nicht auf meinen Mist gewachsen. Und bei meiner Schuhgröße 42, wenn ich dann einen Schuh sehe, der passt, dann muss ich den natürlich mitnehmen. Ich verstehe das Problem. Verstehst du das? Ja, ich verstehe das. Ich meine, und wenn die Schuhe dann wieder nicht passen, dann bin ich so frustriert und dann steht auf der anderen Seite eine Handtasche und dann sagt die, aber mich, ich passe immer. Nimm mich mit, rette mich aus dem Laden. Ey, weißt du, was das Geile bei mir jetzt ist? Meine Söhne, weil die sind jetzt ein Jahr nur auseinander. Der eine ist jetzt gerade 10 geworden vorgestern. Und die haben jetzt schon fast meine Schuhgröße. Also ich habe nämlich nur 36. Ich kaufe ja selber noch in der Kinderabteilung teilweise. Und jetzt können wir die Schuhe wechseln gemeinsam. Das finde ich total geil. Ja, aber das geht nicht lange bei dir. Ich habe ja Größe 42. Ja, und mein 13-Jähriger passt jetzt auch rein. Das ist ganz praktisch, weil ich musste jetzt sozusagen keinen Gummistiefel mehr kaufen, weil ich hatte 2 Paar Gummistiefel. Da konnte ich einen abtreten. Weil jetzt passt er rein, wenn er jetzt mal schon 42 hat, ahne ich Schlimmes. Oder es bleibt stehen. Also meine Jungs werden mich natürlich auch zicki-zacke überholen, ne? Ist ja klar. Aber die werden nicht so, so riesig wird das nicht, weil Jakob und ich sind ja eher so Minis. Ist der Jakob auch ein Mini? Ja, der ist 1,73. Ah, 2 Minis haben sich getroffen. 2 Minis haben sich getroffen. Na, verstehe. Nächste Frage, bitte. 18. Ich muss wieder zurück. Ja. Hattest du oder hast du einen Spitznamen? Ein Spitznamen? Also, der Jakob sagt ja zu mir Babe. Und ich sag zu ihm auch Babe. Du sagst auch Babe zu deinem Mann? Er sagt auch Babe. Und Babe. Er sagt auch Babe. Und Babe sonst? Ist auch sexy. Kann auch sexy sein, Babe. Ja, ich find's auch ganz süß. Früher war es ja eher so Baby, so Babysprache, aber das ist jetzt auch nicht mehr so viel. Und sonst so im Freundeskreis, ja, also wenn man mich sehr gut kennt, dürfen manche auch Susi sagen, aber wirklich nur... Susi? Dürfen nur Ausgewählte sagen, sonst mag ich das gar nicht gerne. Aber wenn das so ganz lange Freundinnen sind, ist das okay. Sind hier vielleicht ein paar von meinen Mädels? Ich weiß gerade gar nicht. Sind da ein paar Mädels, die das sagen dürfen, Susi? Susi. Su, hat keiner zu dir Su mal gesagt? Nee. Weil ich finde, du bist so eine Su verzweifelt gesucht. Kennst du den Film? Su finde ich auch. Aber Susan ist ja auch wunderbar. Da brauchen wir ja eigentlich Wir machen uns immer so eher so, unsere Spitznamen sind ja meistens immer eher so ein bisschen so, um sich zu veräppeln, ne? So ein bisschen so doof. Nee, aber ich finde ja schön. Also es gibt ja Leute, die haben ja wirklich tolle Spitznamen. Ja, das stimmt. Ich finde toll, wenn Spitznamen so gar nicht... mit deinem Namen zu tun haben, wenn das so völlig losgeht. Ja, die einfach so entstanden sind. Ah, hier, eine Freundin von mir ist da. Wir sagen Maus, sagt sie. Hast du recht. Wir sagen Maus alle zueinander. Mausi. Was ist mit Susa? Ja. Mm-mm. In meiner Jugend sagten viele voll respektlos einfach nur Vibe. Vibe? Also, das finde ich ja auch respektlos. Ich weiß nicht, bei welcher Frage wir sind. Ich glaube, wir haben noch eine mehr dann im Team. Okay. Eine Frage, wie groß ich bin. Ich bin 1,59. So. 2 Zentimeter größer als die alten Parkuhren. Sag mal. Okay. Warte, ich nehme noch die 40, weil ich bin ja 40. 1,59 bist du? Ja. Du bist ja so groß wie Madonna und Kylie Minogue. Hm. Ist gut, oder? Cool, cool. Geil. Welche Nummer hast du gesagt? Ich möchte auch nochmal sagen, nicht, dass man jetzt denkt, ich bin im Shoppingrausch grundsätzlich. Ich finde aber tatsächlich, das Geld muss ja sozusagen fließen. Ne? Wenn ich es ausgebe, dann kommt es auch zu mir zurück. Das stimmt.
Und, ich gebe gerne Geld für Süßigkeiten aus. Nein, ich nicht. Für gute Torten gebe ich gerne Geld aus. Oh, kann ich mich reinlegen, so gute Torte. Welche Nummer hast du gesagt? 40. Wie alt ich bin. 40. Wohin schaust du als erstes, wenn du einen Mann triffst? Du schaust sie ja trotzdem noch an, auch wenn du in festen Händen bist. Ja, natürlich. Mein Papa hat schon immer gesagt, ne, Appetit holen draußen und gegessen wird zu Hause. So. So. Wo gucke ich als erstes hin? Ich mag ja, also ich gucke schon auf das Lächeln. Ja. Finde ich sehr schön. Und ich habe so ein Zahnding am Laufen. Ich mag ja total gerne, wenn die Zähne nicht so perfekt sind. Ah, wirklich? Ja. Ja, liebe ich. Ich liebe es, wenn, ich liebe das wirklich. Also meine Mädels lachen immer darüber, weil das so, also ja, ich mag das total gerne, wenn so einer schief ist ein bisschen oder irgendwie eine kleine Lücke. Ich finde, das hat immer irgendwie was Sympathisches. Ich weiß, kann es gar nicht so richtig sagen, aber ich mag das. Und ich mag nicht so gerne so ganz aalglatt. Das Hollywood-Lächeln magst du nicht? Nee, das mag ich nicht. Nee, das ist auch zu, ist auch zu. Es freut mich sehr. Ich lächle gleich noch ein bisschen. Ich habe ja früher nicht gedacht, wie hat man ja immer gesagt, das habe ich auch schon mal erzählt. Wolfgang Rademann hat mir mal gesagt, mit den Zähnen kriegst du ja keine Hauptrolle. Wer will denn das Küssen sehen? Weißt du, wenn du so lächelt und dann so. So, du sag mal eine Nummer. Jetzt kommt die intime Frage. Da hast du nur 1 bis 16. 1 bis 16. 9. 9? Oh Gott, ist das Schlimmes? Welches Geburtstagsgeschenk von deinem Partner hat dir nicht gefallen? Oh, das ist eine doofe Frage. Wir müssen, glaube ich, eine andere nehmen. Okay. Weil wir schenken uns echt nicht zum Geburtstag. Schon sehr, nee, sehr lange nicht. Nee. Haben wir schon ganz lange rausgenommen aus unserem System. Weil irgendwie mögen wir das nicht so gerne, weil man, es löst so eine Art Druck aus, auch so, ne, dass es immer irgendwas Besonderes sein muss. Also wir sind viel lieber so zwischendurch, man sieht was und schenkt sich das dann zu einem anderen Zeitpunkt, als dass es so zum Geburtstag sein muss. Irgendwie. Gut, nicht. Dann müssen wir was anderes machen. Okay, dann nehme ich die 6. Die Sexfrage. Wieso denn immer die 6? Ach so, den nimmt jeder, ne? Okay, dann nehme ich die 5. Nee, aber die machen wir jetzt. Okay. Die machen wir jetzt. Was ist dir lieber, eine Beziehung, in der der Partner dich mehr liebt oder du mehr liebst? Wir können auch eine andere Frage nehmen. Wir können auch eine andere Frage nehmen. Ja. Man soll sich gefälligst gleich viel lieben. Ja. Aber das ist doch interessant. Also ich finde es super schwierig. Also ich glaube, dass man immer unterschiedlich viel geben kann. Ja, so jeder in seinem Ermessen. Und dass wir auch, ich mag ja total gerne, es gibt so ein Buch, ne, die 5 Sprachen der Liebe. Übrigens sehr schön. Und mein Mann und ich zum Beispiel, ganz witzig, sprechen auch 2 unterschiedliche Sprachen der Liebe. Zum Beispiel bin ich so eher der Mensch, der mit Worte, und mein Mann ist eher der Taten. Und ich bin dann zum Beispiel, finde ich super traurig, dass er mir dann nicht so eine coole WhatsApp schreibt zwischendurch oder eine schöne Nachricht oder irgendwie so, ja, weil ich das so dem total viel Wert beimesse. Und er gibt dem aber so gar keinen Wert. Und deswegen versteht er auch gar nicht, warum, ja, also warum ich das jetzt brauche. Ne? Er ist eher so jemand, der das zeigt, indem er mir irgendwas abnimmt und ungefragt irgendwas noch besorgt und so, ne? Und dann, für mich ist das so eine Selbstverständlichkeit, weil ich bin daran gewöhnt. Mhm. Du siehst und es gar nicht so. Also, ich sehe das nicht mehr, genau. Ja. Das kenne ich auch. Ja, das, ja, aber komisch, ich bin zum Beispiel dieses, ich bin ja eher ein Telefonierer. Mhm. Telefoniere so gern. Mhm. Ja? Mich nerven auch zusehends also dieses. Die Jugend, die schreibt ja so hin und her. Die schreiben ja immer nur ein Wort. Die chatten ja dann, schreiben sich ja so 60 Nachrichten, um zu sagen, wir treffen uns. Ja, an ich gehöre leider zu diesen Jugendlichen. Ach so. Ja, ist das ja, so? Leider ja. Hm. Na gut, man kann nicht alles haben, mein Lieber. Man kann nicht alles haben. Susanne, ich muss dir gestehen, und zwar nicht, weil ich das nicht total spannend finde, sondern
Ich höre durch das Fenster von diesem stillen Örtchen da draußen meine Kinder, diese zwei Jungs und den Freund von der Freundin, und es ist 23.05 Uhr, rumlaufen. Und das ist ja so eine Gegend hier, wo Familien Urlaub machen und gerne möchten, dass man dann, weißt du, mit so kleinen Kindern und gar nicht möchten, dass da die großen Kinder jetzt die Nacht zum Tag machen. Mhm. Und ich höre die immer, ich bin hier im Erdgeschoss und ich höre die immer draußen, weißt du, mit so einem Ohr, höre ich die so hin und her, dann kriege ich schon die Krise. Dann gehe ich jetzt gleich raus und mache mal Rabatz. Ja. Aber nee, nicht Rabatt, sondern ganz leise am Schlawittchen und rein und dann sagen, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Verstehst du das? Das verstehe ich total. Ich habe es noch geschafft, rechtzeitig, okay, die Mäuse hier noch schnell. Und die sind wirklich anstandslos ins Bett. Ja, aber wir waren auch heute den ganzen Tag im Freibad. Wir haben heute den Geburtstag von meinem Sohn gefeiert, ja. Hat der heute Geburtstag gehabt? Vorgestern. Aber oh, heute haben wir gefeiert. Und ihr Lieben, ich möchte noch mal appellieren, holt euch das Buch und sonst lest rein. Es ist wirklich, ihr seht, ich habe da ein Lesezeichen reingemacht. Ich bin dran. Ja. Ich sage schon alles gelesen. Aber ich bin dran, wenn ich jetzt wieder Zeit habe. Ja, ich verstehe das total. Es liest sich gut und schnell eigentlich, wenn man ein bisschen Zeit hat, aber so zwischen Tür und Angel, das ist anstrengend, das kann ich voll verstehen. Nee, weil ich habe eine andere Freundin gehabt, die hatte gerade Beziehungsprobleme. Mm. Und die, ich gucke überhaupt keine Serien, ich habe dazu gar keine Zeit. Und dann hat die eine Serie angefangen zu schauen, ja, und hat gesagt, ich soll die doch auch mal schauen, weil sie möchte mit mir darüber reden. Und dann war The Affair heißt die Serie. Ja, kenne ich. Und dann habe ich die natürlich, musste ich die ja schauen wegen, ne? Ja. Dann habe ich jetzt 5 Staffeln geguckt und die hat mich fertig gemacht. Da ging es mir ganz schlecht. Und jetzt bin ich so froh, wie ich da angefangen habe zu lesen, weil das tut einem gut und diese Serie ging es mir schlecht. Ja, ja, ja. War nix. Ich gucke ja auch so gerne so spannende Sachen, aber manchmal gibt es dann auch so einen Punkt, wo ich denke, nee. Nee, traurig. Beziehung und so, alles traurig. Alles traurig. Wo ich so sage, warum können Leute nicht mal positiv? Warum muss es immer gut? Lassen wir das Thema, mein Herz. Wir sehen uns mal wieder zu einer anderen Zeit. Und ich war mir ein großes Fest. Vielen Dank mir auch. Für die Einladung. Sehr schön. Will das nächste Mal nochmal mit blond. Ich finde die blonden Haare, die roten Haare so schön, die rosa Haare. Bitte noch. Wenn ich nochmal rosa Haare habe, darf ich dann nochmal wiederkommen? Ja! Ja! Weihnachten fällt als rosa Engel. Geil. Das ist ja voll der Grund. Okay. Das merke ich mir. Das sah so toll aus. Ich finde das so toll. Vielen Dank. Ich muss es auch mal machen. Ja, mach mal. Du musst die allerdings vorher dann blondieren, ne? Es geht nicht auf dunkle Haare. Ach so. Mhm. Okay. Sieht man leider nicht dann. Aber es war sehr schön. Ich freue mich. Dann bring mal deine Kids hier rein. I try to. Lieben Gruße an den Gatten. Ja. Ich sage Kalinichta. Kalinichta. Kulai Kimu. Ciao, Liebe. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ihr Lieben, das war's heute vom stillen Örtchen. Wir sehen uns aber nächste Woche wieder von der Insel sozusagen. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Und ich werde hier probieren, die Bagage im Griff zu halten. Und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Bitte schreibt mir doch schöne Sachen. Dann kann ich heute Nacht, wenn ich den Wahnsinn ins Bett gebracht habe, vielleicht noch ein paar schöne Sachen lesen. Und natürlich könnt ihr auch Kritik schreiben, ist ja klar. Ja? Und ich möchte mich bedanken bei Gretel, Dermalogica und Hake für eure Unterstützung. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass es euch alle gibt. Herr Karl, ich wünsche eine gute Nacht und einen guten Dreh. Ich vermisse dich. Ciao. Die Spülung klingt ganz anders als zu Hause.